Herzlich willkommen bei Mobile Flight Channel, hier wieder mit Aerofly FS 2020 und zwar in meinem Lieblingsflugzeug, dem A320 mit Fly-by-Wire. Ihr wisst ja jetzt, wenn ihr das Video zu der B777 gesehen habt, dann wisst ihr auch, was jetzt Fly-by-Wire ist. Genau, das habe ich da noch genau erläutert. Gut. Wir fliegen heute zurück von Las Vegas nach Los Angeles. Wir haben unser Wetter eingestellt, dass es ein bisschen heller ist und nicht mehr ganz Nacht. Wie ihr das machen könnt, das habe ich in einem Video auch schon erklärt. Ihr geht einfach hier zurück, geht auf Wettereinstellungen, auf Uhrzeit und müsst schauen, dass ihr da 20 UTC 20 Stunden habt. Dann habt ihr auf jeden Fall die Tageszeit. Ja, und alles ist unten nochmal beschrieben. Was UTC heißt, das heißt Ultimated Controlled Coordinated Time ist es irgendwie. Ja, genau. Mehr oder weniger so richtig. Gut, wir gehen jetzt zurück. Und das Erste, was wir tun, ist auf jeden Fall zu schauen, damit, dass wir hier einige Einstellungen noch tätigen. Eigentlich ist ja alles vorprogrammiert, aber ich mache hier immer noch schnell meine Performance-Seite. Dazu gehen wir auf Performance, Next Page, unsere Approach-Seite. Da werde ich noch schnell die Landegeschwindigkeit hier ändern. Gehe dann zurück und werde hier noch die Flex Temperature, Flex to Temperature 56, werde ich auf 45 ändern. So, und damit war's das. Genau, ich werde hier noch auf Arc gehen, so, damit wir hier diese Ansicht haben. Gut, wir schauen jetzt hier oben links in dieses Kästchen, ganz links oben neben CLB, links daneben. Weil da müssen wir jetzt nämlich müsste unsere eingestellte Flex Temperature erscheinen von 45 Grad. Die können wir hier, indem wir zuerst die Parking Brake lösen. So, und dann werden wir unseren Throttle, beide Throttle, zweimal muss es klacken. Einmal. Zweimal. Zu Flex. Und da erscheint jetzt muss jetzt eigentlich so Flex plus 45, wie ihr gesehen habt, und wir starten jetzt. Ihr seht schon, mit dem Handy ist das schon ein bisschen schwieriger, und wir haben schon V1 Rotate, wir ziehen hoch. Und wir werden das Fahrwerk hochfahren. Und sobald wir die 1000 erreicht haben, ist jetzt der Fall, werden wir den Autopiloten hier aktivieren. So. Ja. Wenn wir hier oben unter Flex, das ist jetzt der Fall, super Timing, Level Climb haben, werden wir den Throttle hier auf Climb stellen. So, damit ist es jetzt getan. Seht ihr? Thrust Climb grün. Bei der Geschwindigkeitsanzeige, wenn der gelbe Pfeil über den 200 sind, werden wir die Flaps einfahren. Das ist jetzt der Fall. Und zwar auf 0. So. Gut, ihr seht unten am CLB steht Alt in Blau. Sobald wir die Reiseflughöhe von 32.000 Fuß erreicht haben, wird diese Altitude dann grün werden. Wir werden eine Geschwindigkeit jetzt haben von 250. Sobald wir die 10.000 Fuß überschritten haben, werden wir dann automatisch Geschwindigkeit erhöhen. Denn
Abonnenten meines Kanals wissen, alles unter 10.000 Fuß ist nur 250 Knoten erlaubt und drüber ist dann schneller. Genau, und ihr seht auch hier beim Andy ist ein orangener Pfeil, also ein magentafarbener Pfeil, Kreis, Entschuldigung, wenn wir den überflogen haben, das heißt, wir werden da eine Geschwindigkeitsänderung bekommen. Das bedeutet auch, dass wir dann wahrscheinlich die 10.000 Fuß erreicht haben werden. Und sobald wir den überflogen haben, gibt es eine Geschwindigkeitsänderung und das zeigt dieser magentafarbene Kreis. Das heißt, in ca. 2,5 nautischen Meilen werden wir schneller werden. Wir können uns das jetzt noch schnell beobachten. Sobald wir den Magenta-Kreis erreicht haben, werden wir dann schneller werden. Beobachtet die Geschwindigkeitsanzeige beim PFD, der Magenta-Pfeil, der müsste jetzt dann gleich nach oben schnellen. Bam, habt ihr gesehen? Auf 300. Das heißt, wir haben jetzt die 10.000 Fuß überschritten und unsere neue Geschwindigkeit ist jetzt hier 300 in Magenta und wir sehen jetzt, die 300 wird er jetzt einholen. Das heißt, er wird jetzt auf 300 Knoten beschleunigen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich bei den 32.000 Fuß wieder. Bis dahin werde ich hier noch ein paar Einstellungen vornehmen und wir sehen uns dann gleich bei unserer Cruising Altitude Flight Level 320. Bis gleich. So, wir haben jetzt dann gleich die 32.000 Fuß erreicht. Wir sehen hier auf dem Andy, dass der blaue Pfeil, da, wenn wir den überflogen haben, haben wir die Höhe erreicht. Und wir beobachten jetzt schnell noch das Alt-Zeichen. Hier unterhalb von CLB, steht für Climb. Und das hat jetzt gerade zu grün gewechselt. Was für ein Timing heute. Das bedeutet, wir haben jetzt unsere Höhe erreicht von 32.000 Fuß. Das ist unsere Cruising Altitude. Und ihr seht jetzt schon, wir neigen uns dem Horizont wieder zu. Das heißt, wir haben jetzt aufgehört zu steigen. Und er hat es gewechselt zu Alt Cruise. Das bedeutet Cruising Altitude. Wir fliegen jetzt also sozusagen einfach geradeaus auf dieser Höhe und halten diese Höhe. Ja. Das machen wir aber nicht lange, weil wir sehen hier auf dem Andy schon den Pfeil, den weißen. Das bedeutet, dass wir bald sinken müssen. Und das ist jetzt... was habe ich jetzt gemacht? Nein. So. Das bedeutet, dass wir unsere Landehöhe einstellen von 3000 Fuß. Circa. So. Klar, in der Realität würde man das nicht so machen, da würde man zuerst die Step Climbs einstellen, zum Beispiel sagen wir jetzt mal 10.000 Fuß, dann 5.000 Fuß, je nachdem, was das der Tower dann halt sagt. Ja, ja, wir werden das jetzt nochmal schnell hier beobachten. Sobald wir den weißen Pfeil erreicht haben, müssen wir den Sinkflug einleiten. Den müssen wir manuell einleiten, weil das nicht wie bei der Boeing ist, sondern einfach überfliegen, sondern... Da würde nichts passieren, wenn wir den überfliegen würden. Ja. Lediglich, wir würden unser Sinkprofil verpassen. Ja. Gut. Ja, ich will noch mal sagen, ich würde mir von RFS so eine Grafik wünschen und auch so eine komplett Cockpit-Detail, weil genau so sieht das eigentlich aus im Cockpit. Ja. Auch interaktiv wäre eine richtig schöne Sache. Und ja, das wäre richtig toll, wenn das so wäre. Auch bei Infinite Flight, da ist es ja auch nicht so. Ja. Genau, da würde ich mir auch noch einiges wünschen. Aber zu Infinite Flight komme ich später. Heißt, in einem anderen Video, wenn es dann bei der 777
wenn es dann zu 777 kommt, zu diesem Video. Genau. Gut, wir sind jetzt dann gleich beim weißen Pfeil. Ich leite den Sinkflug jetzt schon ein. Was müsst ihr tun? Ihr geht hier auf Altitude und drückt den Knopf einfach rein, bis dieser Punkt da erscheint. Und ihr seht schon, mein Flugzeug beginnt zu sinken. Genau. Wir sehen jetzt auch hier wieder, da steht jetzt nicht mehr Cruising Altitude, sondern DS, das steht für Descent, und unten steht Altitude. Wir kennen das gleich umgekehrte Spiel. Wenn wir die Reisehöhe erreicht haben, wird das dann grün werden. Ich mache mir jetzt noch wegen Sorgen für die Berge da hinten, denn Los Angeles verbirgt sich hinter dieser Bergkette. Das heißt, sie dürfen nicht allzu schnell sinken, denn sonst fliegen wir da in die Bergkette rein. Genau. Ja, wie gesagt, zurück zu dem Infinite Flight, oder sagen wir mal zu RFS, weil mir ist noch was aufgefallen, und zwar bei RFS geht ja der Throttle bei der Geschwindigkeit, wenn er die Geschwindigkeit reduziert, immer rauf und runter. Das ist falsch. Das habe ich schon mal in einem Video erklärt. Bei Airbus ist es so, dass der Throttle sich nicht bewegt. Ja? Das ist nur bei Boeing der Fall. Bei Airbus, so wie ihr seht, bleibt er genauso stehen in dieser Position, in der ihr ihn gestellt habt. In meinem Fall ist das Climb. Ja? So, da bleibt er und bewegt sich nicht. Bei Boeing bewegt er sich mit. Bei der 777 nicht mehr, da ist es schon moderner, weil das ja ein Flugzeug ist, wie wir gelernt haben, mit einem Fly-by-Wire-System. Ja? Und bei Airbus ist das auch der Fall. Lediglich die Trimräder auf den Seiten, die bewegen sich, aber sonst bewegt sich da nichts. Bei RFS ist es so, dass sich der Throttle auch beim Airbus bewegt. Und das habe ich Ihnen auch schon geschrieben, dieses Problem, aber so wie es aussieht, hören die nicht auf mich, ja, oder wollen es nicht wissen. Ich verstehe es auch, es ist ein bisschen aufwendig, das Ganze, aber trotz allem könnte man da schon ein bisschen Originalität einbauen. So, jetzt habe ich es. Gut. Ja, wir setzen jetzt schon mal die Landelichter ein. Eigentlich machen wir das erst bei 10.000 Fuß oder unterhalb von 10.000 Fuß. Wir machen es jetzt schon, denn wir fliegen ja hier offline, deswegen spielt das hier nicht eine große Rolle. Ja, genau. Und ich würde auch behaupten, die mobilen Flugsimulatoren sind noch nicht so weit, dass man jetzt hier groß von, groß von Online-Spielen reden könnte. Auch nicht bei Infinite Flight, auch nicht bei RFS. Das wird aber alles noch kommen in Zukunft, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Und ich bin auch gespannt, wie sich die Cockpit-Lage noch entwickeln wird in Sachen RFS und Mobile. RFS und Infinite Flight, Entschuldigung, genau, ich bin heute ein bisschen verwirrt, tut mir leid. Ja, gut, dann würde ich sagen, habe ich jetzt genug gelabert, wir sehen uns bei 3000 Fuß nochmal, wenn es dann um die Landevorbereitungen geht, auf der, muss ich jetzt mal schauen, welche Runway wir überhaupt haben, auf der Runway 24R, in Los Angeles. Ja, bis gleich, meine Lieben. So, wir haben die 3000 Fuß bald erreicht, die wir erreichen wollten. Und zwar wird sich das DS bald wandeln in grün Altitude, und wir haben unsere Höhe erreicht. Und wir müssen aber noch was tun, und zwar, wir werden jetzt hier schauen, ob die Spoiler gearmt sind. Das ist, wenn der weiße Ring zu sehen ist. Ist jetzt der Fall. Und wir müssen nachher die Flaps setzen. Und wir überprüfen jetzt hier beim Approach-Seite, da steht Line Select 6 links, steht Approach Phase Activate in blau. Da könnten wir jetzt vorzeitig schon aktivieren, werden wir aber nicht tun, sondern das passiert
komplett automatisch bei circa einer Distanz von 13 nautischen Meilen. Jetzt haben wir 22 nautische Meilen. Genau. Wir haben jetzt, ihr seht schon, jetzt ist es gewechselt auf Altitude Grün. Das heißt, wir haben unsere Endhöhe erreicht. Wir werden jetzt unser LS-System aktivieren. Schaut mal bitte auf das PFD links und hier den LS-Knopf. Dann seht ihr schon, hat es eine vertikale und eine horizontale gegeben. Beim Boeing ist es so, dass das automatisch passiert, also zumindest bei der 777 passiert das automatisch. Hier muss man das noch aktivieren. Und wir werden jetzt das Ganze beobachten, denn bald werden wir die Höhe erreicht haben und das Approach, also die Höhe haben wir schon erreicht, aber das Approach, die Approach Phase wird sich bald aktivieren. Und den magentafarbenen Diamant wird sich auch aktivieren und dann nach unten wandern, damit wir dann das ILS aktivieren können. Da steht jetzt nochmal NAV in grün. Das ist, ja, ich sage jetzt mal, ist in der Realität genauso bei Infinite Flight und RFS, da sowieso nicht, aber bei Infinite Flight steht da NAV und da gibt es auch den NAV-Button-Knopf, aber das ist in der Realität falsch, denn das würde man alles hier mit dem AP1 und AP2 regeln, also das ist der AP-Autopilot. Und der AP2, der würde man für eine komplett volle Landung nehmen. Da gibt es natürlich noch Unterschiede, wie zum Beispiel verschiedene Kriterien, die man einhalten muss, wie CAT 1, CAT 2 und so weiter, CAT 3. Aber das würde den Rahmen hier sprengen. So, die Geschwindigkeit geht nach unten. Wir werden jetzt die erste Klappe setzen. 1. Und sobald der gelbe Pfeil unterhalb der 200 ist, also diese zweilinige orangene Linie, dann werden wir die zweite Klappenstufe ausfahren. Und die dritte Klappenstufe. Und wir werden voll. Ich werde jetzt hier noch schnell was ändern. Ich musste den Flugsimulator nochmals ändern. Und wir haben jetzt hier die 140, die wir eingestellt haben. Die Landegeschwindigkeit 140. Und der Magenta-Diamant geht nach unten, wie ihr seht. Das heißt, wir können den Approach-Button betätigen. Und hier ist auch gleich G-S und den Localizer in grün. Das heißt, wir haben den Gleitslope eingefangen und auch die automatische Landung beginnt. Was wir jetzt noch tun müssen, ist natürlich hier die Autobrake auf Max, Medium, Entschuldigung, und das Fahrwerk selbstverständlich ausfahren. Ihr seht ganz schön, beim Lower E-Cam ist es aktiv geworden. Die Wheel, grün bedeutet ausgefahren. Wir haben ein positives Fahrwerk, das ausgefahren ist. Und wir sinken jetzt. Wir haben jetzt noch 9,5 nautische Meilen bis zum Zielort. Können noch mal einen Check machen, ob alles, ja, Lichter sind an, alles an, nein, falsch, nicht an, Runway Turnoff, ist mir alles ausgemacht, eben, wie gesagt, nicht so wichtig, wenn ihr online, offline spielt, wichtig ist es, wenn ihr online dann, wer das eben die gewisse Dinge dann einhaltet, aber wie gesagt, das ist jetzt hier noch ganz weit davon entfernt. Gut. Ja, ich finde auch toll bei Aerofly, dass wir
Wolken haben, das ist so genial. Und ich wundere mich immer für die Außen, also für die Grafik dieses Flugsimulators. Auch hier, guck mal, hinten Los Angeles. Das ist die 3D-Gebäude, das ist so genial. So genial. Für ein mobiles Spiel ist es saugut gemacht, finde ich. Und das würde ich mir von Infinite Flight wünschen und von RFS. Aber da kann ich auf jeden Fall noch lange davon träumen, denn da sind sie noch weit davon entfernt. Ja, auch Aerofly hat gewisse Einschränkungen und das sind halt wirklich im Cockpit. Kann man, gibt es gewisse Sachen, die halt nicht simuliert sind. Die sind schon auf jeden Fall richtig krass weit, aber auf jeden Fall ist es noch nicht ganz hundertprozentig simuliert alles. Man kann das Triebwerk nicht außen einstellen, man kann das FMC nicht hundertprozentig benutzen und man hat kein Global. Das ist der einzige Nachteil in diesem Spiel, ja, oder in diesem Flugsimulator. Ansonsten sehe ich hier keine weiteren Einschränkungen, ja, mehr oder weniger, kann man jetzt sehen, wie man will. Ich werde jetzt den Autopiloten ausstellen und die Kiste manuell landen. Das tue ich hier, indem ich hier auf den roten Knopf beim Side-Stick drücke. Das ist jetzt der Fall. Und sobald der Call-Out gekommen ist, 500, wenn er dann kommt, werde ich noch Auto-Thrust ausmachen und werde dann den Joystick, also den Throttle, in den Idle setzen. 400. Das ist jetzt der Fall. Ah, und gelandet. Es war eine wenig harte Landung. Aber wir haben es geschafft. Ja, da wären wir in Los Angeles. Wir schauen uns jetzt mal die Landung nochmal schnell an. Wie wir das denn gemacht haben. Manuell. Ja, das war eine harte Landung. Das hätte auch weicher gehen können. Ich habe den Throttle zu früh zurückgezogen. Aber wir sind heil runtergekommen und wir haben es geschafft. Ja. Ja, meine Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr weiter mich verfolgt auf YouTube und lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat oder kommentiert. Wie gesagt, produktive Kritik und das wäre toll. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Vielen Dank. Tschüss.